Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Prison Architect. Ja, was ich jetzt gleich mal als allererstes machen werde, ist der Vorarbeiter, den ich natürlich hier nicht reinsetzen kann, weil ich nichts sehe. So, zack, da kommt er, der gute Mann. Dann geht das nämlich hier auch vorwärts, dann können wir zwei Hausmeister einstellen und einen Gärtner. Ich vermute auch mal, wir werden vier Hausmeister einstellen wollen. Denn es ist doch ziemlich verdreckt hier. Die Hausmeister putzen dann die ganze Scheiße weg. Und dann läuft es. Und ich glaube, ich mache den Hof hier denn. Ach nee, wollte ich ja ganz weg. Erstmal. Dann. Verlegen. Der wird verschiebt. Verschiebt. Verschoben. Alter, was ist los, Passinator? Ey, kiffst du? Sperren wir dich gleich ein hier in die Isolationszelle. Kannst abkaspern, ne? Machen wir noch die Wände aus Gummi und dann kannst du hüpfen. Vogel, ey. Tja, Trottel. 26%, 27%, ja, hopp, hopp, hopp. Wie läuft's hier? Ja, es geht voran. Es geht voran. Unsere Krankenstation wird gleich gebaut. Einen Augenblick. Ziegel. Ich wette, ich habe doch hier schon wieder irgendwo garantiert. Nein, ich habe nirgendwo mit Beton gebaut. Gut. Denn wir wollen das hier schön ziegeln, ne? Erinnert mich daran, wenn ich hier mal versehen. Was mache ich denn jetzt? Hier. Fundament. Ziegel. Wenn ich hier mal versehentlich irgendwo es wage, auch nur daran zu denken, mit Beton zu arbeiten an den Wänden, dann schlagt mich tot, meine Freunde. Einrichtung. Personaltür? Nee. Krankenstation, ja. Da kommen ja auch die Gefangenen hin. Allerdings ist es ungünstig, wenn die Gefangenen dann immer hier warten müssen, bis mal jemand kommt und aufschließt, ne? Aber trotzdem. Es muss ja alles in Sicherheit sein. Immer eine Personaltür. Damit wir sie haben. Na, einfach damit wir die Personaltür haben. So, hier muss ich ja eh wieder neue Wände ziehen. Das finde ich natürlich blöd, dass das hier nicht vom Spiel gemacht wird. Ich hoffe, das kommt in späteren Versionen noch. Dass die Wände hier, wenn da ein Zaun ist, trotzdem gezogen werden. Denn da kannst du ja nicht hier Außenwand und hier hast du dann einen Zaun. Sieht doch scheiße aus. Aber ansonsten, also ich muss schon sagen, das Spiel gefällt mir immer mehr. Ich danke auch den Tino dafür, dass er sich das als Let's Play gewünscht hat, sonst hätte ich nie so viel Zeit mit diesem Spiel verbracht. Und mir wäre einiges entgangen, muss ich sagen. Also ich mag ja sowieso solche Spiele, wo man Sachen aufbaut. Gab es ja schon mal irgendwie so ein Spiel, wo man einen Knast aufbauen musste. Irgendwie, weiß ich nicht, Prison Tycoon oder sowas. Keine Ahnung mehr. Aber das war halt auch nicht so gut wie das hier. Es sah vielleicht optisch, naja, besser sah es auch nicht aus. Es hatte halt so eine Pseudo-3D-Optik, glaube ich sogar. Irgendwann gab es mehrere Teile von. Aber das hier ist einfach besser. Da sieht man halt einfach, es braucht keine großen Entwicklerteams oder sonstigen Schnickschnack. Es braucht einfach nur Leute mit Ideen. Und die waren hier offenbar am Werk. So, dann werde ich mal ein Räumchen hier einrichten. Eine Krankenstation. Krankenstation. Krank... Ach ja, Gott. Ich habe eine Vermutung. Ja. Gesundheit, Psychologie. Ist noch gar nicht erforscht. Hat sich insofern also erstmal erledigt mit Krankenstationen. Naja, super. So, wie läuft's denn hier mit dem anderen? Ja. Reinigung ist schon mal fertig, fehlt nur noch Gartenpflege. Das heißt, wir können ein paar Hausmeister einstellen. 2, 3, 4. Die Hausmeister sind da und fangen an zu putzen. Oder flüchten. Ah, sie fangen vorne an mit putzen. Sehr schön. Guck doch mal, wie das läuft. Ach, herrlich.
Aber in so einem Knast möchte ich doch rein, du. Da möchte ich doch rein. Ach, herrlich. Herrlich. So, und hier bauen wir noch einen Metalldetektor hin. Fällt mir gerade ein. Weil, ganz einfach, es kann ja auch sein, dass Dinge mit der Lieferung und so vom Personal mit eingeschleppt werden. Oder dass das Personal auch die Gefangenen, ist mir auch aufgefallen, durch die Personaltür irgendwie reinleitet. Ja, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Normalerweise sollten die Gefangenen, hier sehen wir das gerade, die wollen durch die Personaltür. Normalerweise haben die hier durchzugehen. Ist ja kein Personal. Und die Wärter lassen die ja einfach auch durch. Ja, finde ich nicht so schön. So. Der wartet an der Personaltür, der Rest möchte hier rein. Was ich jetzt auch mal noch mache, das habe ich in meinem anderen Spielstand noch nicht so gemacht. Hier mache ich das jetzt mal für euch. Fenster kommen auch noch, klar. Aber jetzt finde ich den Metalldetektor schon nicht mehr. Ich habe noch eben einen gebaut. Der muss ja also irgendwo sein. Ruhe da, Leute. Der muss doch hier irgendwo jetzt sein. Der Metalldetektor. Sag mal. Nicht blöd. Hallo, Detektor. Da ist er. So. So und so. Ist das so richtig rum? Weiß ich gar nicht. Ah, dann kommt die ja hier gar nicht mehr hin. Ist ja auch scheiße. Ach, blöd. Blöd, blöd. Oh, es wurde was gefunden. Was ist da denn los gewesen? Ja, alles durchsuchen, meine Freunde. Check it out. Ja, das kommt nämlich davon, wenn man hier keinen Metalldetektor am Eingang hat. Der Koch dreht durch und schwingt seine Keule. Ah, hör mal, Alter. Kannst du mir doch nicht mein Zeug durchsuchen, Ich hab gerade frisch in die Suppe gespuckt, du Vogel. Kannst gleich mit... Ah, ich höre einen Gurgel. Gewinn, minus 71, na super. Wir wollen Plus, nicht Minus. Unsere Forschung ist, glaube ich, fertig, ne? Ja. Ärztin. Brauchen wir 2. Wir machen aber 4. Müssen aber erstmal den Raum einrichten. Krankenstation. So, da kommen jetzt ein paar Krankenbetten rein. Kranke Betten. Kommt her, ihr Krankenbetten. Oh, so. 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 Und nochmal dasselbe. So. 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 Und so. Kriegen wir da mal einen. So. So, die Krankenbetten sind fertig. Dementsprechend kommen jetzt die Ärzte. Ärzte. 1, 2, 3, 4. Und pass auf, dass ihr nicht abgeschlachtet werdet. Ach ja. Hier natürlich noch. Das war jetzt was für ein Material. Steinplatten, gell? Nehme ich mal an. So. Und so. So. Steinplatten. Wollen wir da haben. Die Krankenbetten. Wir müssen erstmal ins Krankenbett. Voll der coole Witz, Bassi. Opfer. Was habe ich denn da gemacht? Kann mir das mal einer verraten hier? Kann mir einer diesen Metalldetektor erklären? Das war garantiert, als hier das Ding kam, dass hier was gefunden wurde und da macht. Leute. Ey, die machen alles kaputt. Zellenblock durchsuchen hier. Hier, der Penner. Bestrafung. Isolierung, mein Freund. Na, sei froh, dass ich noch keinen elektrischen Stuhl habe. Kann hier mal eine Wache kommen? Wache. Ja, der rennt gleich weg. Hey, super. Der auch. Ja, komm mit den Knüppel hier. Zack, auf die Fresse. Jawohl, da kannst du Fuck sagen, wie du willst. Kannst auch rennen, wie du willst, mein Freund.
Wo will denn der mit dem hin? Nee, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Der Wärter rennt durch die Gefängnistür, um den Gefangenen die Personaltür aufzuschließen. Alter. Ist das geil. Zum Reparieren? Fehlt uns das Geld? Nee, kann nicht sein. Hier, repariert mal. Was ist denn da los? Hier wird repariert. Gut. Achso, der Detektor. Ja. Der wird jetzt mal demontiert. Aha, aha. Drogen gefunden. Gut, gut. Wird alles noch mehr Drogen? Wird alles... Ach nee, Medizin, okay. Wird alles gelagert bei uns, ne? Für schlechte Zeiten. Hier wird auch schön alles verschmutzt von den netten Gästen hier bei uns. Im Hotel Transsilvanien. Den muss ich erstmal sacken lassen, so. Wundere ich mich gerade selbst über meine eigenen dummen Sprüche. Hotel Transsilvanien am Arsch. So, hier liegt die Box im Dreck. Ja, wir haben eine Küche. Tüne. Alles super. Psychologe fehlt noch. Der kriegt nämlich das Büro. Den haben wir mittlerweile auch erforscht, würde ich sagen. Jawohl. Und er wird eingestellt, bevor es zu spät ist. Herr Psychologe, geh mal da rein. So, bist du noch nah dran. Und zack. Und da brauchen wir noch mehr Stühle beim Psychologen, würde ich sagen. Weil, nämlich... Moment, drei Stühle. Ja. Programme. Kann man zum Beispiel hier Verhaltenstherapie, das wird beim Psychologen gemacht. Keine Zeitzuteilung, ach genau. Ja, weitere Erklärungen werden ja auch immer gewünscht, dass ich was erkläre zum Spiel. Wir müssen hier in den Tagesplan. Wenn wir jetzt hier den Psychologen also etwas machen lassen wollen, ein Programm, hier das Verhaltenstherapie etc. oder allgemein alles, was bei Programmen ist, benötigt die Zeiteinteilung Arbeit. Das heißt, wir machen hier Arbeit. Da machen wir auch nochmal Arbeit. So, und in diesen Zeiträumen würde dann quasi hier... Nicht da, da, da. Da stoppen wir. Würde dann quasi hier jetzt diese Verhaltenstherapie durchgeführt werden. So, ne? Also merken, immer hier erst in die Tagesplanung, Arbeit einfügen, Programme und ein Programm starten, das man starten möchte. Steht auch immer, was man dafür braucht. Zum Beispiel hier Gesundheit haben wir erforscht. Ja, das wird in der Krankenstation gemacht. Eine Stunde dauert das immer. Jeder Gefangene benötigt ein Krankenbett. Ah, hier, da wird sogar Drogensucht und sowas behandelt anscheinend. Drei Leute gibt es da, die das gerne möchten. Können wir doch mal machen. Und hier, Gruppentherapie für Alkoholiker beim Psychologen. Da wird aber gerade schon die Verhaltenstherapie gemacht. Von daher machen wir das nicht. Ja, vielleicht angebracht. Gut. Einen Gärtner einstellen, Mensch. Gib doch gleich nochmal Kohle. Gärtner. So. Wir machen gleich zwei. Ja, gab Kohle. Guck mal an. Subvention. Besuchsrechner, aber selbstverständlich machen wir das. Und zertifiziertes Sicherheitsverfahren, das machen wir auch gleich noch. Vielleicht nicht alles jetzt in dieser Folge, aber wir machen es. So, und das bedeutet, wir brauchen auch noch einen neuen Büroraum hier. Kommt dann hier in dieses Bereich. Ich weiß nicht, was es noch alles zu erforschen gibt, wo man noch alles Büros braucht. Aber das kommt jetzt erstmal dahin. Genauso wie der Bereich für die Besucher. Ja, da dürfen die Patienten. Die Gäste in unserem Hause, ja, wie hier, ne, dürfen dann auch mal hier in diesen Bereich mit rein. Weil ich das auch immer etwas gefährlich finde, wenn da mal einer amok läuft und so. Aber ich hab, wir haben das jetzt hier ungünstig gebaut natürlich und ich möchte jetzt nicht nochmal alles abreißen.
Es kotzt mich schon an, dass ich den Hof jetzt hier verschieben muss, weil ich so blöd bin. Aber naja. Gut, ich meine, ich muss den Hof nicht verschieben. Ich könnte die jetzt auch hier durchführen, durch den Hof. Das ginge natürlich auch. Da wäre ja dann immer eine Wache dabei. Ja. Dann hier hinten einstellen halt, dass... Aber ich weiß nicht, ob die hier durchlaufen, wenn ich den Bereich nachher umstelle, dass hier nur niedrige Sicherheitsstufen rein dürfen. Ja, die kriegen dann auch eine extra Kantine und sowas, würde ich sagen. Oder? Ja. Naja, genug gequatscht, jetzt wird gehandelt. Besucherzimmer. Fundament. Ziegel. Da kommt dann nämlich auch gleich hier der Freizeitraum mit rein. Und fällt deshalb etwas größer aus. So. Habe ich beim letzten Mal auch so gemacht. Also hier in meiner privaten Aufnahme. Also nicht Aufnahme, sondern Spielerei. Habe ich das auch so gemacht. Und das ist eigentlich... klappt ganz gut. So, und da kommt nur hier sowas rein. Dann... wie mache ich's? Wie mache ich's? Wie mache ich's? Gut mache ich's. Ja, trenne ich hier in der Mitte und dann kommt hier auf die einen Seite Besucher und hier Kasperle-Theater. Wachen haben wir erstmal 6, das reicht erstmal. Aber reicht nicht ewig. Hm? Personalraum ist dann auch noch wichtig, dass die Kollegen sich hier mal ausruhen können. So, wie sieht's aus hier? Ruht aus. Ja, ruht euch mal aus, meine Freunde. Schön Eile mit Weile. Hausmeister putzt, so ist gut. Sieht trotzdem scheiße aus, mein Freund. Bleibt mal hier, ey. Naja. Gutes Personal ist schwer zu finden, würde ich mal sagen. Ich hoffe, unseren Ärzten geht's hier gut. Dass sie hier ne, vermöbelt werden. So, was ist hier? Achso. Die warten jetzt natürlich auf die Wache. Strom! Wir benötigen Strom! Kabels. Wobei Kabel möchte ich eigentlich so gar nicht sagen. Denn meines Wissens ist alles, was überirdisch verläuft, eine Leitung. Und alles, was unterirdisch verläuft, ein Kabel. Um mal klug zu scheißen. Aber naja. Wer es kann. Und was ich auch kann, ist hier noch etwas hinbauen. Warum mache ich da eigentlich eine kleine Gefängnistür? Bin ich denn blöd? Naja, das werden wir nachher noch ändern. Steinplatten. Plattenstein. So. Tada! Räumchen fertig. Ziegelmauer. Natürlich. So. Und eine, ich sag mal hier, mit einer Tür. Und zwar einer Gefängnistür. So. Da werden nicht so viele Leute reingehen, denke ich mal. Wir kriegen keine Besucher. Was gibt's hier eigentlich noch alles? Hydraulikpresse. Ja, das Kontrollsystem, das kommt dann später noch. Ein Bügelbrett. Ja, Wäsche gibt's hier nämlich auch. Man kann ja einen Wäscheraum machen und sowas. Und die Leute zum Waschen verdonnern. Very nice, my friend. So, haben wir jetzt weniger Gefangene? Kann das sein? Ja, ja. Da müssen wir uns bald mal kümmern, dass wir wieder neue Gefangene reinkriegen hier. So, da, da, da. Din, 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 din. Da, da, da. Ich wollte... was wollte ich denn? Leichenhalle wollte ich nicht. Personalraum wollte ich nicht. Ich wollte... ihr wisst doch, was ich wollte. Warum weiß ich es nicht? Baumschule.
Besucherzimmer, genau. Hier hinten. Zack. Und ich wollte Gruppenraum. So. Einrichten im Besucherzimmer. Benötigen wir Besuchertische. Besuchertische sind hier, da sind gleich Stühle alles mit dran. Das ist immer sehr schön. Mache ich mal so. 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 Das ist jetzt scheiße. Naja, ist nicht schlimm. So. Ne? Ja. Vielleicht setzen sich da trotzdem hin, wenn ich das so mache. Muss man versuchen. So. Na, wir planen ja hier größer. Es werden noch viele Gäste zu uns stoßen. Und hier rein können wir. Wir sollen ja sowieso einen Billardtisch machen wir. Billardtisch so. Zwei Fernseher kommen rein. Eins, zwei. Kommen da Bänke noch mit rein. Damit die da auch gucken können. Und Telefonzellen. Gell? Fünf Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. 3000 Pipen für Telefonzellen ausgegeben. Ist nicht schlimm. Und wie es mit dem Bau weitergeht. Ob wir unser Sicherheitsverfahren schaffen werden, das erfahrt ihr morgen in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, habt einen geilen Tag. Ja, tschüssi.